Yo Leute und herzlich willkommen zum 19. Türchen des CSGO Adventskalenders 2018. Und heute gehen auch mal wieder 4 Preise raus an euch. Das wären zweimal ein Key und zweimal ein Skin. Und was genau, das schauen wir uns jetzt mal an. So, der erste Preis wäre für heute mal ein Hydra Key. Dann der zweite Preis wäre ein Handschuh Key. So, der dritte Preis von heute. Na, wo haben wir es denn? Hier einmal eine UMP Primal Saber in Minimalware. Und als vierten Preis habe ich... Da ist sie, lol. Als vierten Preis habe ich heute eine MP7 Nemesis in Factory New. Die Gewinner von gestern setzen ja heute natürlich wieder aus und die von heute setzen morgen dafür dann aus. Warum? Ich mache das so, dass einfach mal, dass jeder Gewinner halt einmal in einen Tag aussetzt, damit halt die anderen Leute dann auch eine Chance haben zu gewinnen. Die Gewinner werden ja wie immer von den Kommentaren des gestrigen Videos gezogen. Und dann, ja, lassen wir gleich mal den ersten Gewinner ziehen. Das war der Hydra Key, der geht heute raus an den Alexander Müller. Cooles Intro am Anfang, danke Mate, viel Glück, viel Spaß mit dem Key. Glückwunsch mal an dich für den Key. So, dann der zweite Preis war ja dann der Handschuh-Key und der geht heute raus an den... Randy GHG, was spielst du noch so? Randy GHG, erstmal Glückwunsch an dich, an deinen zweiten Win. Und was spiele ich sonst noch so? Also momentan spiele ich Far Cry 5, bin ich am Zocken im Koop-Modus mit einem Mate. Und sonst komme ich momentan auch nicht allzu viel zum Spielen, weil jetzt vor Weihnachten ist das Ganze halt etwas stressig. Und mit dem Adventskalender vergehen halt auch ein paar Stunden am Tag, sage ich mal. So, dann der dritte Preis war ja die UMP Primal Saber in Minimalware. Und die geht heute raus an den Feels Badman. Vielleicht gewinne ich ja das nächste Mal. Boy, du hast heute gewonnen. Glückwunsch an dich für die UMP. Und zu guter Letzt geht dann auch noch die MP7 Nemesis in Factory New raus. Und die geht heute an Hydra. Oh mein Gott. Advent, Advent. Die Katze brennt. Erst 1, dann 2, dann 3 und 4. Der nächste Skin gehört nun mir. Hydra, Glückwunsch an dich. Du bist einer von den Boys, die was von Anfang an dabei sind, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob du komplett vom Anfang an dabei bist, aber du hast bis jetzt noch kein einziges Mal gewonnen. Deswegen gönne ich dir den Skin jetzt auch so richtig. Glückwunsch an dich. Alle Gewinner werden unter den Kommentaren des gestrigen Videos dann kontaktiert. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Trade-URL. Nun muss ich da jetzt auch noch dazu sagen, wenn ihr mit eurer Trade-URL antwortet, schreibt dann noch irgendein Wort dazu oder sowas. Nicht, dass halt die Trade-URL alleine als Kommentar steht, weil sonst kann es passieren, dass YouTube das dann als Spam deklariert und dann in den Spam-Ordner wandert. Weil ich habe jetzt, glaube ich, 16 Stunden lang gewartet, bis das der Boy mal antwortet. Und dann habe ich hier gerafft, warte mal, vielleicht... ist der Spam-Ordner drin und genau da war dann die Trade-Well und ja, also so kann es halt passieren, dass ihr eure Skins vielleicht etwas später bekommt, dann schreibt einfach irgendwas nice oder danke oder irgendwas noch dazu, dass die Nachricht halt nicht in den Spam-Ordner rutscht. So, und dann alle, die ihr heute zum ersten Mal einschalten zum CSGO Adventskalender und sich fragen, jo, was geht hier noch so an Preise raus, beziehungsweise wie kann ich hier teilnehmen oder wie läuft das hier so ab? Es ist ganz einfach, um bei der morgigen Ziehung mit dabei zu sein, müsst ihr ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video hier schreiben, dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Und an Skins, was jetzt noch so rausgehen, also ihr seht es mal hier von der Farmer's Roll Cage hier unten bis hier hoch zum Bowie Knife, geht noch alles raus. Das Bowie Knife ist ja der Hauptpreis, was ja dann am 24. Dezember rausgeht. Der Gewinner von dem Bowie Knife wird voraussichtlich aus den Kommentaren der Folge 10 bzw. Türchen Nummer 10 gezogen. Ich verlinke euch das Video, wo der Gewinner von dem Bowie Knife voraussichtlich gezogen wird. Sollte ein Video bis dorthin mehr Kommentare haben, dann wird es von dem Video mit den mehreren Kommentaren gezogen, aber das sage ich euch ja dann eh noch, falls das passieren sollte. Ich verlinke euch dann auch noch das Ankündigungsvideo zu dem CSGO Adventskalender selber. Da habe ich nämlich auch alles erwähnt, was es halt so zum Wissen gibt zum Adventskalender selber. Alles Notwendige und Interessante. Und zu dem Hauptpreis selber. Es handelt sich dabei um ein Bowie Knife Knight in Minimalware. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber Jungs, jetzt habe ich es nochmal gesagt.
Es hat eine relativ gute Float, man sieht so gut wie keine Kratzer am Knife, so wie Play und Backside, ist ziemlich clean. Das ist, wie gesagt, dann der Hauptpreis, was am 24. Dezember dann rausgeht. So, dann war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich wünsche euch für morgen viel Glück, seid fleißig mit den Kommentaren. Und dann sage ich euch noch, ciao und bis morgen, euer Alex.